Willkommen zurück. Diese Woche in Kurz geklärt geht es um einen Begriff, den viele, inklusive mir, wahrscheinlich zuerst falsch verstanden haben. Warum dürfte ziemlich offensichtlich sein, immerhin hat der Begriff Diskurs das Potenzial, einfach nur für einen Fachterminus für das Wort Diskussion gehalten zu werden. Vor allem, wenn man wie ich furchtbar ungern zugibt, dass man ein Wort nicht kennt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Okay, was ist ein Diskurs? Wenn es nur eine Bedeutung dieses Begriffs gäbe, wäre es einfach. Das wäre langweilig. Nein, im Gegenteil, wieder mal fährt die Philosophie mit einer Vielzahl von Erläuterungen auf und langsam dürfte auch klar werden, warum es so wichtig ist, in der philosophischen Diskussion festzulegen, worüber man überhaupt spricht. Macht euch mal den Spaß und googelt Dialektik. Euch fällt die Kinnlade runter. Die meisten Philosophen, mit denen ihr euch unterhaltet, werden dem Diskurs allerdings eine zentrale Bedeutung beimessen. Grundsätzlich geht es den meisten um die logische Erörterung eines Themas. Klingt erstmal wieder sehr nach dem in diesem Zusammenhang falschen Freund Diskussion, bedeutet aber im Endeffekt mehr als das. Ein Beispiel. Jemand bezichtigt euch, euer Argument würde den politischen Diskurs oder welchen auch immer nicht voranbringen. Im Grunde wurde euch damit gesagt, dass ihr gerade nichts Sinnvolles zum Thema beigetragen habt. Im Alltagsgebrauch wird also eine stark vereinfachte Version des Diskursbegriffes verwendet und das ist auch erstmal die einzige, die ihr kennen müsst. Der Diskurs wird in den allermeisten Fällen als etwas gehandhabt, an dem eine bestimmte allgemeine Aussage hängt. So beispielsweise bei Michel Foucault. Bei Foucault zeigt, sehr grob vereinfacht, der Diskurs einfach nur eine bestimmte Denkweise einer Epoche oder ähnlichem auf. Oft wird auch vom Verständnis der Wirklichkeit gesprochen. Beispielsweise tauchen im Online-Mediendiskurs immer wieder Begriffe wie Killerspiel auf, die darauf hindeuten, dass ein hohes Maß an Polemik oder Stammtischparolen an diesem Diskurs hängen, was sich in einer Diskursanalyse zeigen würde. Aber mal unter uns. Das geht schon fast ein bisschen über das Niveau des durchschnittlich Philosophieinteressierten hinaus. Wenn ihr mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht gerade Philosophie studiert haben, über das Thema redet, reicht das ungefähre Verständnis, das ihr hier von mir mitgegeben bekommen habt, schon so ziemlich aus. Obwohl es immer gut ankommt, den Begriff des herrschaftsfreien Diskurses von Habermas zu kennen, aber das machen wir dann in einer eigenen Folge. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Das war's dann auch erstmal mit kurz geklärt für diese Woche. Falls es Fragen oder Anmerkungen gibt, wie immer in die Kommentare bei Twitter, Facebook oder per Mail anfragen@exaktafiloblog.de. Bis dahin.